Ja, es ist einfach so geil. Es ist eine Aussage, die die Leistung der ÖFB-Frauennationalmannschaft gegen Kasachstan ziemlich gut widerspiegelt. Aber alles der Reihe nach. Bei strömendem Regen startet die Thalhammer Elf fulminant in die Partie. 7. Minute, Hickelsberger nicht zu stoppen und schon steht's 1:0 für Österreich. Keine Chance für Oksana Zelesniak. Es sollte ein sehr stressiger Tag für die Torfrau der Kasachinnen werden. Denn die Österreicherinnen bleiben am Drücker. Keine 5 Minuten später, zunächst Pech für Makas, aber Nicole Biller gedankenschnell zum 2:0 läuft zwecks Chancenverwertung. Ja, wir haben uns vorgenommen, die Torchancen zu nutzen und heute war so ein Punkt, wo es geklappt hat. Und ja, ich habe mir es speziell vorgenommen, ich habe es im letzten Interview gesagt und Gott sei Dank hat es geklappt. Geklappt hat es kurz darauf auch bei Laura Feiersinger. Die Frankfurt-Legionärin mit ihrem zweiten Treffer in der laufenden Qualifikation. Da packt die 26-Jährige die ganz feine Klinge aus gegen Zelesniak. Und es gibt eigentlich keine Zeit zum Durchatmen, denn während das Stadion noch den Treffer vom Feiersinger feiert, klingelt es auch schon wieder im Kasten der Gäste. Hickelsberger setzt gut nach und erhöht auf 4:0. Dieses Mal hat einfach alles funktioniert. Wir haben nicht viel Chancen vergeben. In Nordmazedonien haben wir halt sehr viel liegen lassen, aber dieses Mal sind alle eingegangen fast. Ja, wir haben eigentlich alles nochmal genau analysiert. Wir haben gesehen, dass es einfach immer ein bisschen am letzten Ball halt gekappert hat. Und heute haben wir das einfach perfekt umgesetzt, haben die Räume super besetzt und am Ende kommt dann sowas raus. 4:0 auch der Pausenstand in der BSFZ Arena. 1200 Zuschauer werden aber auch nach dem Seitenwechsel bestens unterhalten. Das Torfestival wird nämlich fortgesetzt und eine hat heute scheinbar einfach nicht genug. Julia Hickelsberger schnürt den Hattrick, fixiert das 5:0 und wir schreiben erst die 48. Minute. Hickelsberger auch in der nächsten Szene im Fokus, diesmal als Vorbereiterin, den Rest erledigt Sarah Zadrazil. Im zweiten Anlauf 6:0 für Österreich. Ja, und noch ist ja lange nicht Schluss und der Torhunger der ÖFB-Frauen noch lange nicht gestillt. 57. Minute, Nicole Biller staubtrocken zum 7:0. Perfekt auch in Szene gesetzt das Ganze von Lisa Marie Makas und dann der 4. Treffer in der laufenden EM-Qualifikation für Biller. Wir springen in die 69. Minute, Ecke Österreich und natürlich Tor Österreich, erneut Nicole Biller, auch die Hoffenheim-Legionärin mit einem Hattrick zum 8:0. Ich bin natürlich überglücklich über diese 3 Tore, aber auf die ganze Mannschaft bin ich stolz, weil es war eine sehr gute Leistung heute. Die Erinnerungen an den Rekordsieg gegen Armenien aus dem Jahr 2003 kommen langsam hoch. Damaliger Endstand 11:0, aber in Folge schalten die ÖFB-Frauen etwas zurück. Erst in der 91. Minute lässt man noch einmal das Publikum jubeln, aber das soll es dann auch gewesen sein. Die ÖFB-Frauen-Nationalmannschaft fertigt Kasachstan mit 9:0 ab. Es ist der 4. Sieg im 4. Quali-Spiel. Ja, stehen wir ganz gut da, würde ich mal sagen. Aber jetzt kommt dann im April Frankreich und dann schauen wir weiter. Jetzt haben wir eine super Ausgangslage für das nächste Spiel. Frankreich ist nicht gerade ein leichter Gegner, aber so wie wir gerade drauf sind, glaube ich, ist es einfach für uns enorm positiv und wir denken oder wir glauben alle an uns und warum sollte man nicht für Überraschung sorgen. Trotz Kantersieg sieht ÖFB-Teamchef Dominik Thalhammer aber noch Luft nach oben. Ich glaube trotzdem noch, dass wir von der Präzision her im letzten Drittel einfach noch besser werden können. Dass wir, denke ich, wenn wir hohes Spieltempo halten wollen, hohes Pressing spielen müssen, dann gegen Gegner wie Frankreich, denke ich, im Bereich der Fitness noch an uns arbeiten können und werden. Und das ist, glaube ich, auch unser erklärtes Ziel, um dann Frankreich wirklich im April fordern zu können. Genauer gesagt, am 14. April ist es dann soweit. Das Duell mit dem Gruppenfavorit Frankreich kann kommen.